Herzlich willkommen bei Comexio erklärt. In der heutigen Episode geht es um unseren neuen Smart Home Verteiler. Und der Amir, der erklärt euch jetzt mal, was unser neuer Verteiler alles so auf dem Kasten hat. Ja, der neue Smart Home Verteiler, der hat auf jeden Fall eingebaute Airbag, Seitenaufprallschutz, Spurassistent, Abstand. Amir, das ist kein Testvideo, das ist eine richtige Aufnahme. Ach so, oh okay. Ja, dann warum soll ich erklären? Du bist doch der Technik-Nerd. Erklär du das denen. Alles klar. Ich glaube, am besten gehen wir einfach mal rüber in unseren Showroom und wir zeigen euch einfach mal vor Ort und live, was unser Verteiler so kann und wie er ganz genau aussieht. Wir befinden uns hier im Comexio Showroom, in dem ihr uns natürlich auch sehr gerne besuchen kommen dürft. Und hier neben dem Amir im Bild könnt ihr auch schon unseren neuen Verteiler sehen, der so auch natürlich einzigartig auf dem Markt ist. Und wieso, das zeigen wir euch jetzt einfach mal ganz kurz. Und zwar kann man hier schon das erste Riesenvorteil sehen. Mit zwei einfachen Klicks auf der unteren Seite kann man hier die komplette Abdeckung einmal runternehmen. Und somit kommt man auch aus allen Richtungen und ganz einfach an unsere Schnellmontage-Abdeckungen, die man hier mit einem kleinen Werkzeug, in dem Fall ein Schraubenzieher, demontieren kann. Und zum Montieren benötigt ihr hier nicht mal mehr ein Werkzeug, kann man einfach draufklipsen. Und jetzt, nachdem der Amir hier die letzte Abdeckung demontiert hat, kann man auch schon den zweiten riesen Vorteil erkennen. Und zwar sehen wir hier einmal rechts und links vorinstallierte Kabelkanäle, die erleichtern natürlich einen in seinem Verteilung die Ordnung zu bewahren. Denn im Smart Home Verteiler werden ganz, ganz andere Kriterien an den Verteiler gestellt, wie in einem normalen Sicherungskasten, sage ich mal. Und zwar gibt es hier viel, viel, viel mehr Kabel und viel, viel, viel mehr Klemmen. Und dadurch kommen wir auch schon zum dritten riesen Vorteil. Und zwar haben wir hier im Klemmbereich einfach vergrößerte Hutschienenabstände, damit das Verdrahten der Klemmen einfach ein bisschen so schneller vonstatten geht und ihr einfach ein bisschen besseres Handling habt. Wie man hier jetzt auch oben und unten schon erkennen kann, sieht man hier, kann man seine Kabel von oben und von unten einführen. Kann man hier einfach mit einem Kabelbinder sozusagen ein bisschen fixieren. Muss nicht seine Kabel durch diese lästigen kleinen Gummiöffnungen komplett durchziehen, sondern man schmeißt die Kabel im Prinzip einfach in den Verteiler, fixiert die, montiert die Abdeckungen, setzt die Abdeckung, die Blechabdeckung wieder drauf und das war's. Und wie einfach der Verteiler ist und wie stabil er ist, zeigt euch jetzt hier auch nochmal der Amir, dass er den so mit seiner linken Hand einmal ganz leicht nach oben wuchten kann. Liegt nicht daran, dass es so ein super Bodybuilder ist, sondern einfach nur durch die leichte Bauweise des Verteilers. So, jetzt wisst ihr, was er alles so drauf hat und ich hoffe, der gefällt euch. Und wenn ihr ihn bestellen wollt, weiter unten findet ihr den Link und natürlich den Preis dazu in unserem Shop. Viel Spaß damit und viel Erfolg bei eurem Projekt. Bis bald. Ciao. Ciao.